Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, wir haben im letzten Part unsere Tierwesen bekommen, einen eigenen Raum dafür. Aber wir können hier nicht fliegen. Und wir haben auch schon ein paar davon hier. Wie lassen wir die frei? Ah ja, mit H ging das. Der ist männlich. Der ist weiblich. Holen wir den noch hierher. Weiblich, männlich, okay. Männlich, weiblich. Okay, schauen wir mal, ob wir talentmäßig hier irgendwas machen können. Unsichtbarkeitstrank. Okay, ja. Okay, das ist nicht allzu viel, was es da gibt. Wo können wir dann... warte, was war das? Wo können wir dann mehr Dinge... Hier. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Oh, hier gibt es jetzt auch noch mehr. Oh, versuchen direkten Schaden, das nehmen wir auf jeden Fall. Okay. So, dann haben wir eins jetzt, was hauptsächlich für Tierwesen ist. Und dann haben wir hier eins für den Raum der Wünsche. Oder diverses anderes auch. Beschwören, was ist das hier? Änderungszauber braucht wirklich niemand. Okay. Astronomie. Das können wir, weiß man noch immer nicht. Ah ja, wir haben zwischen den Parts einen Brief bekommen. Descendo. Achso, das war es aber nicht. Okay, schauen wir mal, was mit Sebastian los ist. Aber es ist nicht unbedingt auf unserer Seite, fürchte ich. Was? Nein, ich will nicht zur Astronomie. Da können wir her. Ey, okay, da waren wir noch nicht. Gut, dann müssen wir hier dann wohl eher zu Fuß hin. Boah, diese ganzen Rätsel müssen wir sich auch mal anschauen.
dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Aha. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Er konnte das schon als Kind? Ernsthaft? Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Okay. Ah, da brauchen wir erst Wingardium Leviosa. Was wir hier lernen würden, wenn wir irgendwann mal die Venimosa Tentacula und die Alraune bekommen. Okay, schauen wir mal zu Dorothy. Hin. Ja, komm. Naja, dann müssen wir unsere andere Tierwesen, die wir noch haben, irgendwie loswerden. Wo ist jetzt Mrs. Brodle? Naja, nehmen wir am besten die da drinnen. Oder draußen. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Brodle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Die liebe Sirona, sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für ihren Megapower-Trank. Ach, das ist jetzt erst die Quest. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Brodle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen.
Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Aha, die ja. Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Okay. Danke, Mrs. Brown. Schön. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Noch mehr, kein Problem. Oh je, schön vorsichtig. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Brottle erwähnt hat. Und wir haben schon solche Horklumpe dabei. Ich habe keine Ahnung, was sie überhaupt sind. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts, aber gut. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Ach, das sind die hier. Okay. Gibt's aber wohl nichts außer Fische. Keine Ahnung, ob man fischen kann. Das sind diese Pilze. Rebellion. Ah, da kommt doch noch sicher irgendwas. Komm, bring! Rebellion. Oh, ein Troll. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ja, würde ich mal sagen, bekämpfen. Stupor macht jetzt direkt Schaden. Ein Eichhörnchen. Aus dem Weg. Ich
Evelio. Wo sind jetzt diese Briefe? Ah, hier. Liebe Serona, als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist und darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein Legilimens bist. Und doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel am Boden... Was? Während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte voll tropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anders gewesen sein solltest, als die selbstbewusste und Zuversicht versprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du, ganz ohne Magie, alles und jeden in deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen könnte. Da sich meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshauses erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Was? Immer die eine, Mirabelle. PS, bitte sagt Mrs. Sprottle, dass ich sie und Mrs. Sprottle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Hui, da haben wir jetzt einiges zum Lesen vor uns scheinbar. Oder auch nicht. Liebe Serona, ich habe dieses winzige... Tatsächlich, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich herbeigezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. In Dankbarkeit, Sean. Ui, das ist wieder lang. Meine liebe Serona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Sprottle geschrieben, aber fühlte mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch vom Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über diesen ulkigen Gnomen gekichert haben. Er hat wirklich geglaubt, er würde singen. Mrs. Sprottles Fleischpastete war einfach umwerfend und ich werde noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen, das heißt nicht, dass ich es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Volle Dankbarkeit, Philomena. Warte mal. Haben wir die schon mal kennen? Bei dem Namen klingelt irgendwas. Das müssen Sironas Briefe sein. Liebe Serona, alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in die Küche gemogelt und Fenki gebeten, die Waldbeercreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, woher sie zu dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Fenki ist wirklich genial. Bess. Naja, herzaubern vielleicht, ne? Ich sollte diese Schachtel zu Serona bringen. Sie wollte sie zurückhaben. Liebe Mrs. Sprottle, Mutter und Vater waren hoch erfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen bei Besenknechts verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung, mit der hochkomplexen Kunst eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen.
Es geht mir ganz ähnlich, aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet und ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Erlebnis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin übrigens dankbar, dass Sie und Mrs. Brattle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meinen Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. In Dankbarkeit, Sirona. Achso, das war von Sirona. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Sind wir hier schon... Nein, wir sind hier noch nicht durch. Wir werden hier schon noch weiter erkunden, bis wir hier alles haben. Obviously. Sofern wir überhaupt nochmal zurück können, was ja gar nicht mehr so sicher ist. Okay, da kommen wir nicht weiter. Okay, das heißt doch, wir können hier gar nicht mehr so weg, weil da kommen wir nicht mehr rauf. Fuck. Na schön, dann gehen wir halt hier hinaus. Was sagt eigentlich die Zeit? Oh, der Part ist eh schon zum Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.